Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei King of Retail mit eurem Bobers. Es gab ja ein Update schon bereits vor 2 Tagen. Es wurde auch nochmal ein Fix drüber gezogen und dass ein paar Fehler noch ausgemerzt werden. Bei dem Update handelt es sich hauptsächlich darum, dass wir auf die Tutorials noch ein bisschen, dass ein bisschen besser auf Tutorials eingegangen wird. Es wurden Schuhe hinzugefügt, wo ich auch schon gespoilert wurde, dass die wohl, so lala ausschauen. Da lasse ich mir jetzt auf jeden Fall mal überraschen. Ich habe noch nicht reingeschaut, ich habe das Ding noch nicht gestartet. Deswegen habe ich jetzt halt auch noch dieses New Update is Out Fenster hier stehen. Ich lasse mich jetzt wirklich mal überraschen. Auch soll es im Büro selbst um einiges anders sein nochmal. Das heißt um einiges, es soll auf jeden Fall ein bisschen was anderes. Oh, Wirtschaftsschule. Also das Ding ist auf jeden Fall neu. Da muss ich gerade mal drauf jetzt. Das ist toll, wenn man Leute reden hört, aber keine Leute da sind, ne? So, Wirtschaftsschule, willkommen bei euch allen. Bitte sprechen Sie mit dem Lehrer, um an einer unserer Klassen teilzunehmen. Bitte seien Sie während der Vorlesung ruhig. Wenn Sie eine Frage haben, heben Sie bitte die Hand. Und ja, es gibt dumme Fragen. Okay, man soll ruhig sein während der Vorlesung, ne? Bitte wählen Sie eine Klasse aus, in der Sie teilnehmen möchten. Kennen Sie Ihre Region? Kennen Sie Ihre Artikel? Verwalten Sie Ihre Artikel? Beeinflussen Flussung Ihrer Kunden, die Kunst des Verkaufens, verwalten Sie Ihre Mitarbeiter, von Anfang an anfangen, Kampagne, die Grundlagen, Kampagne Konzern, Kampagne skalieren. Wow, da mich das mit Ihren, mit den Artikeln eigentlich am ehesten noch interessiert, würde ich das jetzt einfach mal mir angucken. Okay. Willkommen zum Kurs, kennen Sie Ihren Artikel. Alle Ihre Artikel haben verschiedene Basisparameter, die Sie für Ihre Kunden einzigartig machen. Diese Parameter sind Artikelpreis, Artikelqualitätsfaktor, Artikelfashionscore, Artikelluxusscore. Diese Statistiken sind für alle Artikel in der folgenden Grafik sichtbar. Ah, das sind wahrscheinlich diese, ne? Artikelqualität, Fashion und Luxus. Okay, Qualität, Design, Luxus. So wie es manche von euch auch schon geschrieben haben. Artikelpreis. Alle Kategorien haben einen städtischen Durchschnittspreis. Um festzustellen, ob ein Artikel teuer oder billig ist, vergleichen Kunden ihn mit dem Durchschnittspreis. Indem sie den Preis erhöhen und senken, können sie anpassen, wie attraktiv die Ware für bestimmte Gruppen sind. Zum Beispiel schauen die Landwirte nur auf den Preis. Um einen Artikel zu kaufen, muss der Preis niedrig genug sein. Prominente interessieren sich mehr für Mode und Luxus und sind dem Preis relativ gleichgültig. Artikelqualitätsfaktor, dies erklärt die Qualität eines Artikels. Wenn Sie also Artikel an einen Techniker verkaufen möchten, der sich hauptsächlich auf Qualität konzentriert, ist dies der wichtigste Faktor, der bei der Entscheidung, welche Artikel verkauft werden sollen, berücksichtigt werden muss. Landwirte, die sich auf den Preis konzentrieren, hätten nichts gegen hohe Qualität, würden aber auch nicht extra dafür bezahlen. Artikel Fashion Score, dieses erklärt, wie stilvoll ein Artikel ist. Es funktioniert genauso wie der Qualitätsfaktor. Ein Student würde sich den Preis ansehen, sich aber auch um die Modebewusstsein des Artikels kümmern. Ein Landwirt hingegen hat nichts gegen die Mode, das Modebewusstsein, möchte aber auch nicht extra dafür bezahlen. Und Luxus Score, Luxus bestimmt die wählerischen wie wählerisch der Kunde ist, wenn er entscheidet, ob er den Artikel kauft. Ein High-End-Luxusartikel wie ein Computer erfordert mehr Verkaufsaufwand als Low-End-Luxusartikel wie Lebensmittel. Es besteht auch eine größere Wahrscheinlichkeit, dass Kunden im Vergleich zu High-End-Luxusartikeln lieber mehr Luxusartikel der unteren Preisklasse kaufen. Damit ist der Kurs beendet. Okay, schließen. Also man kann sich hier ganz gut informieren über diese Einstellungen, finde ich super, erklärt doch so einiges auf jeden Fall, werde ich mir auch nochmal genauer anschauen, aber jetzt würde ich sagen, werde ich erstmal meinen Baumeister laden, Kampagne, wir sind hier, Mittel haben wir aktuell 5084, würde ich sagen, gehen wir mal rein, am Anfang springt die Kamera immer ein bisschen, ich bin jetzt auch gespannt, wie das da hinten aussieht. So,
Hat sich da irgendwas geändert? Da haben wir noch übliche Tage. Einen. Okay. Mal schauen, also die Bewerbungen liegen zum Glück noch da. Wir gehen mal hier drauf. Habe ich da noch irgendwas? Sind die Bilder ein bisschen besser geworden? Kann das sein? So. Ja, es hat sich jetzt halt nicht wirklich was geändert, ne? Aber ich glaube, was sich geändert hat, war das hier. Aufgabe für die ganze Woche einstellen. Na, ah, das ist gut. Ich kann quasi das jetzt halt komplett mit einem einzigen Klick machen und das ist, das habe ich mir echt gewünscht. Super. Okay, ansonsten, ja, es passt eigentlich soweit. Das ist ein bisschen hell, aber ist okay. Jo. Okay, also das ist auch alles ein bisschen abgerundet jetzt vom Design her. Ja, es sind immer noch 7. Mittagspause klicken, markierten Wischer, Rechtsklick zum Hinzufügen. Da haben sie es jetzt endlich mal mit dazu geschrieben bei der Mittagspause, dass man Rechtsklick zum Hinzufügen machen muss. Alles klar. So, Computer. Bestellungen. Wir gucken da mal rein. Kleidung. Ja, ich kann mir natürlich jetzt die Schuhe nicht angucken, aber ich sehe schon, dass hier eventuell das ein oder andere dazu kam. Nee, da kam nichts dazu. Da kam nicht wirklich was dazu. Die waren schon diese Testbildhosen. Aber man hat hier eine andere Grafik. Man hat hier auf jeden Fall eine andere Grafik bei den Angaben. Man sieht dann auch sofort, was man auf Lager, oder besser gesagt, was man drin hängen hat. Oh, das müssen wir jetzt mal glatter mal schauen. Warte mal. Wir haben doch bei Oberteilen zu viele. Da zum Beispiel. Okay, also man sieht jetzt halt hier schön, was man drin hängen hat im Regal. Das heißt, ich habe jetzt 4 Artikel auf dem Bügel hängen, 3 Stück sind noch im Lager und 3 Stück sind bestellt. Also sind wir insgesamt bei den 10 Stück, die ich als Mindestlager auch eingestellt habe. Ja, das ist interessant. Da sind alle verkauft, sind 10 Stück bestellt. Die verkaufen sich ja sowieso sehr gut, da wollte ich eher mal das Mindestlager erhöhen. Oberteile, und zwar bei denen hier wollte ich die doppelte Menge mal machen. Wenn die sich nämlich komplett verkaufen, ist es natürlich nicht verkehrt, ne? So, Mindestlager, dann haben wir nochmal 30 Artikel, nochmal für 350. Wir haben gerade ein Budget von 12.200, besser gesagt, nachdem ich das gekauft habe. Jetzt noch 11.880. So, E-Mails müsste man mal abwarten, ob sich da was geändert hat, wenn E-Mails wieder reinkommen. Kunden, hier hat sich nichts geändert. Das ist immer noch Stadtanalyse, ist ja immer noch Arbeiter, Hipster und ITler. Da hat irgendwer geschrieben, dass ich das immer verwechsel. Ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht bewusst, aber okay. Naja, ich würde sagen, wir haben ja alles bestellt, Werbung ist geschalten, ich muss jetzt halt auch auf nichts weiter achten. Ja, gut, passt, also der Laden läuft. Ich gehe halt jetzt halt einfach mal rein. Die Schuhe sehen wir jetzt halt leider nicht, vielleicht mache ich da auch nochmal einen separaten Part, dass ich da mal in den anderen Shop reingehe. 11.200, bekommen wir hier einen Punkt. Kann es sein, dass sich das grafisch ein bisschen geändert hat? Ich glaube nicht, ne? So, zum Laden gehen. 5.200 im Konzern. Ist gut. So, Harry. Komm ran. So. Pack hin. Los doch. Nee, ansonsten ist alles beim Alten.
dann passt ja. Nichts umgewöhnen. Ja, aber was auf jeden Fall schon mal interessant ist, sind dann die Grafiken, ne? Da einfach mal ein bisschen besser durchzublicken, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So, war gut, dass ich den dritten Ding hier noch mit aufgestellt habe. Oh, die ersten Waren gehen über den Tresen. Na? Es dauert halt ein bisschen, ist klar. Bei so vielen Artikeln. Vielleicht sollte ich doch einmal die drei kleinen verkaufen, einen großen dafür hinstellen. So, lass mal reinpacken ein paar Sachen. Vor allem die Massenartikel bitte. Ja, ich glaube, jetzt muss ich schon schauen, dass ich dann auch von der Kasse hier vielleicht noch jemanden zusätzlich mit dran stelle. Thanks. So. Hauptsächlich da mal was reinhängen, wo gar nichts drin hängt, ne? So, da vorne noch. Und dann packe ich noch die letzten Artikel aus. Oh. Sind die Sporthemden noch in der Verpackung? Thanks. So. Ich wollte mich auch nochmal bedanken für die Teilnahme gestern an dem Livestream beim Castle Flipper. Das war auch wieder super. Hat Spaß gemacht. Ich bin danach nur ich glaube um 8 Uhr oder sowas, ich bin wirklich ins Bett gefallen. Ich war total kaputt, ich war total fertig. Keine Ahnung, schon wieder angeschlagen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Aber auf jeden Fall, jetzt haben wir gerade 4:15 in der Früh. Und ja, ich bin jetzt halt im Grunde fit ausgeschlafen. Wollt ihr mich umzingeln? Lasst mich raus hier. Oh, ich mag's nicht. Wenn ich festgehalten werde. So, wir haben auf jeden Fall alles ein bisschen kaum reingehängt, schon wieder leer, ne? Also gut, wir brauchen mehr Personal. Thank you. Wir brauchen mehr Leute. So, du gehst heim. Hey, got a second. Jawohl. Ja, wenigstens sind die alten Fehler, auf die kann man sich verlassen, ne? Dass es den Kassierer noch rauszoomt aus dem Laden. So, lass mal die Kasse klingeln. Ist doch schön. So, der Ahmed kommt dann auch schon gleich. Dann kann der nämlich auch wieder auffüllen. Das ist schön. Ich meine, jetzt habe ich ja auch einiges mehr hier eingekauft, gerade von den Dingern hier. Ich helfe mal ganz kurz. Glatt wieder an die Kasse. Ja, ja, ich komme schon. Ich wollte noch mal ganz kurz dem Ahmed noch helfen, weil sonst kommt er ja nicht rum. Der hängt ja sonst wieder ein einzelnes Shirt irgendwo rein. Sporthemden habe ich halt nicht so viele. Da habe ich halt nur 5 Stück von jedem. Aber da sollte ich jetzt auch wieder schauen, dass ich die entweder vom Preis her ein bisschen hoch mache. Oder eben 10 Stück bestell. Ich glaube, auch hier kann man jetzt... Nee, Mindestlager oder sowas kann ich hier immer noch nicht einstellen. Das ist schade. Ich habe jetzt gedacht, dass ich hier zumindest auch die... Ja, ja. Dass ich hier auch irgendwie das mit einstellen kann. Aber anscheinend doch nicht. Das wurde auch von der Farbe her ein bisschen geändert hier unten. Aber die Grafiken, die sind gleich geblieben. Das ist auch gut. Nö. Wäre auf jeden Fall mal interessant, auch wegen den Schuhen. Aber die laufen nicht weg. Ich denke mal, die meisten von euch haben das Spiel. Die wissen bereits, wie die Schuhe ausschauen. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es euch interessiert. Weil dann würde ich einfach mal in den anderen Konzern gehen und mir die Kollektion einfach mal angucken. Der Ahmed ist durch. Ich frage mich
nicht, ob ich wirklich so wenig Zeug noch auf Lager habe, weil irgendwie kommt es mir so vor, als würde hier noch... Warte, ich bin gleich wieder da. Ja, tatsächlich, die sind alle weg. Ja, ja, ich komme schon. Ich wollte nur mal was kontrollieren. Gleich hier auch nochmal kontrollieren. Mal bei den Hosen kontrollieren. Ey, Wahnsinn, die Sachen sind echt gut weggegangen. Ja, bin schon wieder da. Jo, finde ich gut. 16.300. Jawohl, 20 Uhr. Also Leute, ran an die Kasse. Zahlt noch euer Zeug. Vielleicht wurde jetzt halt auch das ein oder andere wirklich besser mit... Komm, schick dich. Ey, aber gerade noch, ne? Gerade noch, dass ich dich abkassiert habe, ey. Okay, da hat man ja nichts mehr. Okay, so der ein oder andere Artikel ist natürlich noch... Aber okay, ich gehe mal ganz kurz hier auf den Mindestlager. 223 Artikel, das ist hervorragend. Dann können wir auch ins Büro. 13.2, jawohl, passt. So, vielleicht können wir hier nochmal ein wenig was verändern. Hier soll es geheißen haben, sieht man nicht mehr, wenn man die Sterne irgendwie vergeben hat. Oder ich weiß jetzt nicht. Aber das wurde, glaube ich, auch schon wieder angepasst, ne? Ah, okay, weil der Counter hier noch stehen bleibt. Deswegen denke ich, dass hier immer noch einer frei ist, aber ist es gar nicht. Okay, das war der Fehler, der noch drin ist. Ahmed, du hast einen Punkt, dann würde ich sagen, das da. Und der Kilian, der müsste auf Schulung. Den schicke ich jetzt auch auf Schulung. So. Dann, wir schauen nochmal hier rein, ob auch alles passt. Jawohl. Der Hendrik hat dann frei. Der Ahmed, da könnte ich vielleicht mal schauen, dass ich ihm freigebe. Das wäre jetzt Dienstag. Dienstag einen freien Tag. Warte mal, das war immer von 14 bis 18. Das geht schon. 14 bis 18 am Dienstag. Zack. Gut, dann haben wir einmal eine Vertretung für den Ahmed mit drin. So, er ist auf Schulung. Passt eigentlich. Ist ohne Probleme. Gut. Dann schauen wir mal hier rein. E-Mails. Nein, ist aber alles noch das gleiche. Wahrscheinlich auch die. Ja. Das Auswählen, Löschen, zack. Bestellungen haben wir gemacht. Mindestlager brauchen wir nichts machen. Dann können wir eigentlich gleich wieder rein. Wir können nochmal hier schauen. 79%. So, wir haben ja. Es wäre jetzt halt nochmal zum Auseinandersetzen. Ne? Unser Klientel besteht hauptsächlich aus dem Bereich Qualität. So würde ich das jetzt, oder ist das, was ich auf Lager habe? Auf jeden Fall, wir haben ja vom Kundenklientel nicht unbedingt die Upper Class. Wir haben ja Arbeiter, Hipster und ITler, ne? Arbeiter, Hipster, IT. Ich würde gerne dahin zoomen wollen. Arbeiter, Hipster und ITler sind eigentlich ja so Mittelklasse vom Ding her, ne? Also ich muss jetzt nicht unbedingt Fashion machen. Hier würde absolut ausreichen, wenn ich ganz normal die Nachrichten mache. Mehr brauchen wir da nicht.
Nachrichten, mittleres Einkommen. Das ist eigentlich so das, wo unser Klientel aktuell ist. Mehr braucht man da nicht. So, von daher gehe ich dann auch wieder auf die drei Gruppen ein. Hipster, ITler und ich nehme einfach noch die Ökos mit rein. So, und von den Klamotten machen wir natürlich Oberteile und wir machen Hosen. So, zack. Kaufen für einen Tag reicht. Wir könnten natürlich auch noch Artikel mit hinzufügen. Ne? Wir haben 12.000. Es wäre eigentlich nicht einmal so verkehrt, wenn wir sagen, wir machen hier noch, was kostet das Ganze? Es wären jetzt 3.200, dass wir zumindest schon mal jetzt erweitern. Dann hätten wir halt jetzt ein bisschen einen Schlauch, aber das ist ja egal. Ein bisschen erweitern und dann eben auch das Sortiment ein bisschen strecken. Ich könnte währenddessen dann diese Hänger, die an der Wand sind, hier rüberbringen. Ich glaube, das ist nicht einmal so verkehrt. Dann kann ich nämlich hier ausbauen ohne Probleme. So, machen wir einfach. Ich habe es doch schon gemacht. Rückkehr, ja. Ich habe doch geändert. Warum fragt er jetzt da plötzlich nach? Ich speichere jetzt lieber mal hier. Spiel gespeichert. So, wir haben noch 9.300. Wir gehen mal in den nächsten Tag hinein. Und, Punkt. Jawohl. Ein weiterer Punkt. Ist doch super. Und wir sind beliebter Laden. Jawohl. 5 Punkte verfügbar. Zum Laden gehen. Im Konzern haben wir 5.000 knapp. Passt. So, lass mal den Harry mal... Halt. Lass mal den Harry mal rennen, aber... Ich stelle jetzt halt die Kasse natürlich an die letzte, hinterste Position. Ne, mache ich natürlich nicht. Ich stelle die Kasse jetzt erst einmal dahin. Das passt jetzt erstmal. Aber hallo? Aufmachen? Achso. Aufmachen die Kasse. So, pack hin. Ich würde auch sagen, jetzt, wenn er... jawohl, abgelegt hat. Ich verkaufe dann diese Teile und mache mal einen großen. Das ist, glaube ich, sinnvoller, weil ich habe noch nicht mehr wie 400 Artikel. Also 420 gehen ja rein. Kilian ist heute auf Kurs. Ne, Kilian ist auf dem Weg zur Arbeit. Ich verkaufe mal die zwei Teile. Oder besser gesagt, ich verkaufe den da, weil dafür sollte ich ein bisschen mehr Geld noch dafür kriegen. Das wollen wir mal probieren. Die Jüngsten einfach verkaufen. So, den hier. 144. Und der hier. 469. Das ist schon ein Unterschied, ne? So, dann nehme ich mir nämlich... Was würde ich dir... 186, okay. Dann würde ich sagen, ich stelle den hier hin. Dann gucken wir mal. Normalerweise sollte ich einen von den großen Liefereinheiten daher bekommen. Ich weiß, dass das... Ah, ist egal. Und dann eben hier hin. Man muss ja nicht ans Regal zum Glück. Ne? Das ist ja schon ein Vorteil. So, hängen wir mal unser Zeug rein. Ich fange jetzt einfach vorne an und arbeite mich durch, Regal für Regal. Hey. Thanks. So, gerade aufgefüllt, Mensch. Thanks. So, da sind alle drin. Have a minute. Da fehlt... So. Jawohl, dann hängen wir da nochmal rein. Hey, komm, greif zu. Okay, dann eben nicht. So, dann können wir nämlich auch den Dominik wieder wegschicken. Und ich kann aber auch schon mal anfangen, dass ich das ein oder andere Regal hier rüberziehe. Wie gesagt, es wäre jetzt erst einmal egal. Hauptsache
Wand ist frei. Hi, spare 2 seconds. Thanks. So. Und das Schöne ist, wir sind jetzt halt auch schon ganz hinten an der Wand. Also auch wenn wir da Wandhänger haben, hier an der Wand, können die nicht mehr verschwinden. Sorry. Ist jetzt noch ein bisschen ohne direkte Sortierung, ist klar. Ist mir aber auch jetzt halt gerade im Moment noch egal. Wir haben den Laden ja noch nicht einmal komplett ausgebaut, ne? So, gleich wieder was reinhängen. Das hätte ich bei den anderen eigentlich auch gleich machen können, ne? Wenn schon was fehlt. Da zum Beispiel. Hi, spare 2 seconds. Jo, ich komme. So. Naja, zumindest ein bisschen was geschafft, ne? Auf jeden Fall. Das ist doch auch schon mal was. Ja, können wir jetzt eigentlich wieder bloß laufen lassen. Ich kann halt nicht sehr viel machen, ist das Problem. Vorhin habe ich nur mal ganz kurzen Schnitt machen müssen. Aber ansonsten würde ich das schon durchlaufen lassen. Wenn das natürlich gewünscht ist von euch, dass ich das durchlaufen lasse, dann ist es kein Thema. Normalerweise würde ich das alles rausschneiden. Weil wenn ich hier in der Kasse stehe und kann nichts machen. 15 Uhr. Jo, noch 3 Stunden. Nee, Quatsch. 5 Stunden haben wir noch. So, dann gieße ich nochmal davor. Schauen, ob ich was. Kann ich das noch umhängen? Schaffe ich das noch? Jo, bin da. Noch ein bisschen was umhängen wenigstens. Aber jetzt komme ich wieder nicht von der Kasse weg, ne, wenn so viele da dran stehen. Ich will ja nicht, dass die Kunden gehen. Der, ja. Also die Mitarbeiter, das passt eigentlich auch. Nur ganz selten, dass einmal einer ein bisschen runtergeht mit der Stimmung. Ich wollte ja eigentlich die Sporthemden mal erhöhen, ne? So, der Ahmed müsste. Nee, Quatsch, die Luise ist ja diejenige, die heute auffüllt. Ich hoffe nur, sie füllt auch auf. Wo ist denn die? Anja? Paula? Luise, da ist sie. Gar nicht gesehen. Und schon wieder gegangen. Kaum habe ich sie jetzt endlich mal entdeckt, ist sie schon wieder weg, ne? Aber da wird jetzt kontrolliert, ey. Das sag ich dir. So, vor allem das da. Das da. Die da. Auch die Hosen werden kontrolliert. Okay. Steht noch keiner an der Kasse, das ist in Ordnung. So, zack. Jo. Vom Auffüllen her sollte es okay sein. Ich würde aber auf jeden Fall nochmal die Sporthemden nochmal ein bisschen aufstocken. Das auf jeden Fall. Hi, spare 2 seconds. Thank you. Vielleicht machen wir aber auch mal die 10% Schilder weg. Tun wir mal weg. Für den nächsten Tag, ne? So, zack. Da haben wir. Ne, die lasse ich. Das soll generell der Billigabverkauf sein. So, bestellen wir mal Ware. Es sind 232 Artikel. Jawohl. Hinzufügen. Und dann können wir eigentlich gehen, ist egal. So.
Und noch 8900. Also uns geht's auf jeden Fall gut, würde ich jetzt mal sagen. Einen Punkt hier, jawohl, damit ist er komplett ausgebaut an der Kasse. Da machen wir, ja, machen wir die Prozente weg. Dann die Lin. Die ist jetzt auch komplett ausgebaut. Wunderschön, Kilian. Du bekommst jetzt deinen Punkt hier. Warst ja auf Schulung. Ah, schön. So, unsere Kasse haben wir besetzt. Wir haben den Wiederbefüller besetzt. Verkäufer sowieso am Start. Und ja, passt. Bis jetzt ist alles gut, würde ich sagen. So, Werbung könnte man nochmal schalten. 78%, das ist echt komisch, ne? Ja gut, aber zwischen 78 und 82, das ist eigentlich immer so. Schnäppchenjäger, machen wir Schnäppchenjäger? Ne, machen wir nochmal Nachrichten. Machen wir nochmal Nachrichten. Öko. Arbeiter. Hipster. Und ITler. Und die Oberteile. Und die Hosen. So, zack. Damit ist das dann erledigt. Und würde sagen, dann machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Doch, das passt. Dann machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Mal gucken, wie wir den Laden noch gar ausbauen können. Jetzt auf jeden Fall würde ich mal sagen, wir tun noch ein bisschen Sortiment mit erweitern. Hier so 2, 3, 4 Aufsteller mit neuen Produkten wäre schon nicht verkehrt. Das wäre nicht verkehrt. Eigentlich, das hätten sie sich echt sparen können, ne? Weil ich habe ja hier nichts verändert und dann muss ich jetzt halt auf Zurückkehr gehen. Normalerweise bin ich einfach weggelaufen von dem Aufsteller. Jetzt muss ich halt zweimal klicken, dass ich hier weg kann. Naja, gut. Ist egal. Das ist eine Kleinigkeit. Hier hat sich auch nichts getan. Verkauf von irgendwas in ein paar Wochen. Passt. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da, lasst Kommentare da und würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Part auch wieder mit reinschaut. Insofern macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.